Freunde, es geht weiter mit einer neuen und sehr eisigen Folge von Kona. Wir haben uns in der letzten Folge entschieden, nicht das Schneemobil zu nehmen, sondern das warme, gemütliche Auto, wo uns auch hier einfach nicht ins Gesicht geschneit wird. Deswegen fahren wir mit dem Auto mal zum nächsten Punkt auf der Karte. Und zwar waren wir ja... Moment mal. Halt mal das Auto an, Kollege. Wir sind da unten. Und dann müssen wir jetzt komplett zurück auf die Hauptstraße. Und dann geht's hier hoch, ganz da nach oben hin. Und dann schauen wir mal, was wir da noch für Pfade und sowas entwickeln sehen. Aber es ist auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang geradeaus. Nur kahl, beziehungsweise sehr kalt. Kahle Bäume meine ich damit. Obwohl, so viele Bäume sind gar nicht kahl. Aber es ist auf jeden Fall sehr eisig. Da konnten wir leider nichts bergen. Doch, da haben wir was geborgen. Doch, stimmt. Habe ich mich schon fast vertan. Aber genießen wir erstmal mal die Fahrt. Im wundervollen... Wow, da rüttelt das uns echt ein bisschen durch. Hier rechts, gemütlich. Upsa, da kommen wir ein bisschen von der Straße ab. Ah, nichts passiert, gar kein Problem. So, hier rechts. Und hier links. Und weiter geradeaus fahren. Ja. Ups, da waren wieder diese Lecks. Oder war das... Doch, das muss dazugehört haben. So, kurzen Blick auf die Karte. Wir sind da vorne, also müssen wir an der nächsten Kreuzung nach links fahren, ja. Nach links geht's da, Freunde. Ich verstehe nur gerade nicht, warum da nichts. Kann man das nicht irgendwie... Doch, man kann doch bestimmt zoomen, oder? Ja, gerade nicht. Ich muss mal gleich die Karte aufpacken. Nicht im Auto, weil der muss sich auf die Fahrt konzentrieren, beziehungsweise auf die Straße. Ah, da sind hier wieder die Ladezeiten. Damit wir mal hier ins nächste Gebiet kommen. Zack. So, gleich müssen wir nach links. Kann noch ein bisschen Moment dauern. Ah, wir sind schon da. Okay, cool. Ja, ich erinnere mich nochmal. Das war, glaube ich, ziemlich weit in der ersten Folge oder in der zweiten. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Da konnten wir uns aussuchen, ob wir nach links fahren oder nach rechts. Und jetzt fahren wir einfach mal nach rechts. Aber ich würde gerne mal kurz aussteigen. Und gucken, ob das mit der Karte genauso aussieht wie im Auto. So, bevor wir uns nämlich hier weiter begeben, weil ich glaube, hier können wir nämlich Karte zoomen, wisst ihr? Das sag ich doch. Hier. Hier gemischt waren wir. La Chance, Höhle. Höhle? Da ist eine Höhle? Ich weiß nur, dass hier irgendwo eine Höhle war. Die aber nicht auf der Karte war. Doch, hier, Eishöhle. Und hier ist eine Höhle. Da hinten ist eine Höhle. Höhle. Ich erinnere mich irgendwie an keine Höhle. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir fahren. Hier hoch. Hier sind Wanderwege, da ist nochmal ein Aussichtsturm. Das ist ein sehr langes Stück geradeaus. Und da oben ist Hamilton, oben links. Und da werden wir, glaube ich, zuerst hinfahren. Oh, das wird lange dauern, Leute. Das wird lange dauern. Das ist eine ziemlich lange Fahrt dahin. Aber wir wollen Hamilton sehen, beziehungsweise wo Hamilton gewohnt hat. So, will er jetzt nochmal fahren? Jetzt. Ich denke schon, was macht er da mit der Gangschaltung? Die Amerikaner haben eh ganz komische Gangschaltungen immer am Auto. Aber, naja, so sind sie, die Amis, beziehungsweise die Kanadier, haben ja dann auch dieselben Autos. So, guck mal hier. Das ist nicht auf der Karte. Karte? Karte, Kollege? Ey, Karte, Kollege. Hä? Was macht der denn da? So, jetzt. Ah, doch, da ist ein Haus sogar auf der Karte. Okay, dann fahren wir zuerst links. Habe ich gerade gar nicht gesehen, irgendwie. Da war so ein Briefkasten. Ach, jetzt lädt es schon wieder. Das Spiel ist... Boah, ich hab den Test davon gelesen. Der war relativ positiv, aber... Das hat die Tester da auch ziemlich... Ich will nicht sagen abgefuckt, aber... Die waren schon ein bisschen enttäuscht davon, dass es diese komischen Zwischenladezeiten gibt. Die halt irgendwie gar nicht so ins Spiel gehören und irgendwie total unnötig sind. So, lassen wir den Erzähler mal labern. Okay. Mal wieder abgeschlossen, wie immer. Jetzt müssen wir uns auf die Suche nach einem Schlüssel. Umgekommen im Mülltonne. Da ist nichts drin, leider. Hier können wir ein bisschen Holz mitnehmen. So, haben wir irgendwas hinterm Haus Interessantes? Ein Wagen. So, gucken wir mal rein. Sieht verlassen aus, aber das Licht brennt. So, was haben wir hier? Irgendwas? Nö. Nö, ne? Gut, dann können wir nämlich jetzt reingehen, weil es ist mir echt zu kalt draußen. Viel zu kalt.
Auto lassen wir mal laufen, damit der Motor nicht einfriert oder keine Ahnung, warum auch immer. So, hier haben wir einen Schuh. When finding a boot, one wonders what became of the foot. Oh ja, schauen wir nochmal rein. Okay, nur Vorhänge. Alles klar, dann gehen wir mal rein. So, ist jemand zu Hause? Hallo? Ich bin's. Keiner antwortet, okay. So, was haben wir hier? Faden anbringen. Ah, hier ist leer. Okay, da haben wir den Schlüssel. Da können wir das direkt mal erledigen, Leute. Gehen wir nochmal in die Kälte raus, bevor wir uns zu sehr aufwärmen. Und man kann nicht laufen, wenn der Erzähler palabert. Das habe ich auch schon feststellen müssen. Okay. Es geht nicht mit dem Schlüssel. Na gut, dann ist das wohl irgendwie was anderes. 1352 ist die Hausnummer übrigens. Nur mal so kurz nebenbei erwähnt. Telefon? Funktioniert das? Oh, da liegt irgendwas. Dieses Möbelstück wurde mehrfach verrückt. Ja, nach links und rechts, aber warum? Dann verrücken wir das doch mal. Liegt ein Zettel einfach am Boden. Notiz von Martin Blaze. Liebe Marie, entschuldige bitte meine hakelige Schrift, aber ich muss mich beeilen. Ich fahre nämlich mit Mutter und Mrs. Roy nach North Madison, denn sie sagen, dass es hier in diesen Tagen viel zu gefährlich ist. Ich weiß nicht, was los ist. Mutter erzählt mir nichts, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich weiß nur, dass sie denselben Ausdruck im Gesicht hat, wie sie ihn immer hat, wenn ich sie erschrecke. Vater und Mr. Roy kommen nicht mit. Sie sind los, um Mr. Lichens zu holen. Lichens, Lichens, Lichens. Das sind echte Helden. Meine Oma lebt in einem wirklich großen Haus im North Madison. Du wärst auch willkommen. Ich muss jetzt los, also jetzt sofort. Dein Freund Martin. Okay, klar. So, wir sind hier. Ihr seht diesen kleinen Pfeil da. Genau hier, bei dem Blaze. So, Karte wegstecken. Brauchen wir nicht. So, da haben wir... Was haben wir da? Koffer. Da hatte jemand keine Zeit mehr zu packen, ja? So, da war nichts drin. Kamin machen wir sehr gerne an. So, dann gucken wir uns weiter um. Was haben wir hier? Ein paar Socken. Schubladen. Money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. Okay. Brauchen wir das Geld? Brauchen wir nicht. Carl would have loved cookies. Ah, hier ist auch nichts, da ist ein Radio. Okay, hier haben wir rausgeguckt, beziehungsweise reingeguckt vorhin. Ofen? Leer. Okay, Schublade. Da ist nochmal eine Quittung. For some undoubtedly harsh lumberjack work. Alexander Blair felled trees and chopped woods for Cloutier et Fils. 146,33, okay. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, mir kratzt irgendwas im Hals. Aber ganz schrecklich im Hals kratzt es mir. So, wow, hier haben wir ein Steak. Cool. Ein paar Flaschen Bier. So, Entschuldigung. Okay, hier haben wir ein bemaltes Bild. The Spirograph amused Carl. It was a nice modern toy. Nice. Aside from being repetitive by nature and completely useless. So, was haben wir hier? It found its way into many Taschenlampe bitte. Okay, da geht's in den zweiten Stock. Dann gucken wir mal kurz hier. Abstellkammer oder was auch immer das ist. Ne, das ist das Badezimmer. Okay, nice. So, da ist nichts drin. Da unten ist auch nichts drin. Flasche können wir auffüllen hier. Wenn wir eine leere Flasche mit hätten, haben wir aber nicht. Da unten ist auch noch was drin. Wir können uns sogar bücken mit STRG. Das habe ich, glaube ich, noch kein einziges Mal gemacht. Ein Zeitungsartikel. Ein nicht aufklärbarer Unfalltod. In den letzten Tagen kam die Ermittlung im Todesfall Pierre Blaze. Blaze nennen wir den. Zum mal liegen. Die Autopsie des Leichnams hat keine neuen Erkenntnisse für die Ermittler ergeben, die sich wiederum weigern, Auskunft darüber zu geben, was als nächstes unternommen werden wird. Diese neue Entwicklung muss im Zusammenhang mit der Annahme eines Unfalls betrachtet werden, der von den Behörden weiterhin als offizielle Todesursache bezeichnet wird, obwohl die örtliche Bevölkerung teilweise große Zweifel daran hat. Der Unfall soll sich in den Wäldern um den Apata Peak sie ereignet haben. Da gucke ich. Oh, ich würde gerne jetzt mal auf die Karte gucken, können wir aber gerade nicht. So, Pierre Blaze Leiche wurde vor 2 Wochen in der Nähe eines Fußweges zur Kupfermine gefunden, die schon bald wieder in Betrieb gehen wird. Blaze war ein Ingenieur und arbeitete im Auftrag eines Konsortiums unter der Führung von William Hamilton an Plänen rund um die Neueröffnung der Mine.
In einer ersten Stellung hatte die Polizei zu Protokoll gegeben, dass die Leiche schädlich zugerichtet worden war. Aber haben die den geschändet? Ich weiß es nicht. Mittlerweile lautet die offizielle Version jedoch, dass der Leichnam von wilden Tieren teilweise verunstaltet wurde und man aus diesem Grunde zuerst von einem Gewaltverbrechen ausgegangen war. Okay. Können wir noch weiterblättern? Ne, können wir nicht. Gut. Badewanne? Ne. Nix. Toilette auch nix. Vorhänge? Haben wir hier noch irgendwas? Nix. Die Dinger gehen zu, alles klar. Gute Nacht. Oh, hier können wir auch noch aufmachen. Ja, ich denke schon, warum läuft er so langsam? Ich war im Kriechen. Ja, die Glühbirne ist leider durchgebrannt. Schade. Das heißt, es gibt hier kein Licht. Erstmal. Ein paar Handtücher. Verdammt nochmal. Ich habe mir mein Knie gestoßen. Was soll das? Tür, warum geht die nicht richtig zu? Das sind doch unsere Fußspuren, oder? Hä? Übrigens ist da oben ein Kreuz. Ey, die Tür geht irgendwie nicht richtig zu. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Naja, gehen wir mal in den zweiten Stock. Ich hoffe, ich finde hier nicht irgendwie irgendwelche Leichen. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Wow, das Haus ist mini irgendwie, ne? Beziehungsweise hat einfach eine scheiß Aufteilung. Meine persönliche Meinung. Hier haben wir ein schönes Bild mit ein paar Hunden. Le Monstre. Irgendjemand hat die da im Wald gemalt. Oder derjenige, ich weiß nicht, wer das gemalt hat. So, haben wir noch hier was? Da ist nichts drin. Spielzeug. Eine außergewöhnliche Zeichnung für so ein Spielzeug. Ja, ist ganz gut gemacht worden. Das muss man sagen. The sheets were in such a way that indicated a rude awakening. Das sehe ich genauso. What had happened here? So, jetzt können wir hier rauskommen. Window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. Oh, was ist hier los? Da ist der Fernseher, der irgendwie ja, kein Bild zeigt. Hier ist ein Bild von einem Eishockeyspieler. Machen wir den Scheiß mal aus. Da ist nochmal ein Bild von Eishockey. Sind wahrscheinlich Eishockey-Fans. Das wird das Kinderzimmer gewesen sein, aber das Haus ist echt schlecht aufgeteilt, ne? Hier Wohnzimmer und hier Schlafzimmer. Wow. Okay. So, Zigaretten. Zu hartnäckig süchtige Suchten. Suchten im Bett. Rauchen im Bett. Wie komme ich auf Suchten? Mann. So, hier ist nichts mehr Interessantes. Schublade? Gibt's keine. Mülleimer auch nichts. Hier gibt's noch eine einzige Schublade und ein Dokument. So, Luises Tagebuch. Ich befürchte das Schlimmste für Alexandre. Er schläft kaum noch. Zuerst dachte ich, dass es an seiner Arbeit liegt, aber die Sache ist schlimmer. Die ganze Nacht über starrt er nur ins Leere. Er spricht kaum noch mit mir. Sein Sohn wollte mit ihm spielen, aber er hat kein Wort von sich gegeben und wie er immer auf das Fenster starrt. Letzte Nacht habe ich gehört, wie er im Schlaf gesprochen hat. Er kommt hierher, hat er gemurmelt. Uiuiui. Ich weiß nicht warum, aber diese Worte haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Kurz darauf ist er aufgewacht, schweißgebadet. Er konnte sich natürlich nicht an seinen Traum erinnern. Danach ist er wieder schlafen gegangen und hat den Rest der Nacht kettenrauchend am Fenster verbracht. Okay, deswegen vielleicht das Fenster auf. Ich weiß es nicht. Heute Morgen hat er mir gesagt, dass ich meine Sachen packen soll. Ich frage mich, aus welchem Grund, ob er es selbst weiß. Wir warten. Aber worauf? Ich glaube, ich habe Angst. So. Ah, nee, Moment. Moment. Notizbuch. Nein, Quatsch, nicht Notizbuch. Notizen, Dokumente. Dann hier nochmal das Tagebuch. Oh, nee. Kollege, was machst du da? Zurück. So, nochmal. Dokumente. So, da ist Luises Tagebuch. Ich habe nämlich nicht weitergeblättert. Es gibt nämlich hier mehrere Seiten, oder? Gibt's nicht? Okay, hab mich dann vertan. Alles klar. Gut, hier ist nochmal ein Schrank. Ah, da haben wir auch nichts drin, was wir irgendwie gebrauchen könnten. Das war es hier. Alter, was war das? Was ist denn hier los? Nee. Der Hund ist hier reingekommen, Leute. Verdammte Scheiße, ich habe mich erschrocken, ey. Was hat er geklaut aus dem Kühlschrank? Scheiße. Ich hab doch gesagt, die verfluchte Tür ist auf. Ich hab's gesagt, Leute. Ich hab's doch gesagt, oder? 100 Mal habe ich gesagt, diese scheiß Tür ist auf, ey. Und jetzt werde ich hier zum Tode erschreckt. Ich glaub es nicht, ey. Mann, ey. Geht überhaupt nicht zu, die scheiß Tür. Ich weiß es nicht. Mann, wofür haben wir diesen dummen Schlüssel überhaupt? Nochmal testen.
Kann doch nicht sein, dass er nicht passt. Wieso passt er nicht? Aufschließen. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe doch aber einen Schlüssel eingesammelt. Tam, 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 tam. Ausrüstung. Nein, das war falsch. Verbrauchsgüter. Auch falsch. Inventar. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hier. Schlüssel, Klotier und Söhne. Okay, das scheint irgendwas anderes zu sein. Oh, hier ist ein Loch. Carl's big fingers prevented him from reaching the key. Wow, wir brauchen ein Magnet und ein Seil. Scheiße, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Das würde ich mir gerne interessieren, Leute, wie wir das hinkriegen. Scheiße. So, steigen wir mal ein. Fahren weiter. Ups. Na, komm schon. So, hier zurück. Müssen wir mal gucken, wo wir den Schlüssel gebrauchen können. Da sind auf jeden Fall, wie ihr seht, ein paar Sachen, die wir nicht gebrauchen können. Okay, ja. Und es geht weiter in der nächsten Folge, Freunde. Bei Connor.